Wenn ihnen heute der Sieg gelingt, dann sind das die entscheidenden 3 Punkte für den Aufstieg. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Pische. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Aber an die Latte und zurück ins Feld. Diese Flanke verarbeiten. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Da scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Łażikowski bewegt den Ball. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Wenn der am Ball ist, dann liegt der Tor in der Luft. Der Ball trifft den Pfosten und da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Lewandowski, geht er rein? Unglaubliches Tor! Wir gucken in die Runde und sehen den Fans den Schreck über den Gegentreffer an. Dabei war man mit großem Enthusiasmus in diese Partie gestartet. Der Aufstieg ruft. Ja, es ist noch jede Menge Zeit, aber dieser Rückschlag, der kann verheerende Folgen für die Moral der Spieler haben. Ja, und den hält er auch noch fest. Wer hat aufs Tor geschossen? Wie oft hat er aufs Tor geschossen? Alles für sie ausgerechnet. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Reus. Abseitsentscheidung korrekt. Ja, das ist Abseits. Er läuft Bruchteile einer Sekunde zu früh los und dadurch ist er im Abseits. Gut gesehen. Łażikowski bewegt den Ball. Sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Da wird zum Eckball geklärt. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Also das darf überhaupt nicht passieren, in dieser Situation den Ball zu verlieren. So, Gündogan! Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Schöne Flanke. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Und den kann er sich in Ruhe holen, der Keeper. Es gibt Abstoß.
Blaschikowski bewegt den Ball. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Marco Reus. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Und da scheitert der Posten. Herrliche Flanke. Und dieser Flankenball sorgt für keine Gefahr. Liebe Zuschauer, noch ein Treffer würde den Aufstieg bedeuten. Das wird noch richtig spannend hier. So ist das im Fußball. Die eine Mannschaft hat den Gegner scheinbar im Griff, aber eben scheinbar nur. Reus, und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Meine Güte, ist er schnell. Ja, und das ist eben schwierig zu verteidigen, weil der abgeht wie eine Rakete. Bender, den siehst du heute auf dem gesamten Spielfeld, dafür garantiere ich. Guck mal hin! Oha, da war ordentlich was dahinter und der Torwart, er ist da. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Mein Gott, was war das für eine Ecke? Marco Reus, Piszczek, Hummels, der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Bender, Piszczek, er ist selten verletzt und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Reus. Kein Problem für den Gegenspieler, so ein Geschenk nimmt er gerne. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Da liegt er frei rum, der Ball, holt ihn euch. Lewandowski. Marco Reus! Und nun liegen sie hinten. Sie scheinen im Kampf um die Aufstiegsplätze plötzlich Nerven zu zeigen. Marco Reus. Verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Marco Reus. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Müsste Abseits sein, ja. Lewandowski. Marco Reus. Und jetzt haben Sie die Chance. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Reus. Drei Tore in der ersten Halbzeit, so kann es ruhig weitergehen. Zur Pause 2:1 Führung. Das war spannend, das war rasant, das war dynamisch. Ein tolles Spiel, Busch. Ja, wir sind auch noch richtig aus dem Häuschen. Tolles Fußballspiel, aber es ist ja erst nur die erste Hälfte rum. Ja, aber das ist ja Wahnsinn, was wir hier an Torchancen gesehen haben. Sensationelles Spiel. Das lässt kein Schiri auf der ganzen Welt durchgehen. Freistoß.
Schei. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Piszczek. Und so bereinigt man eine solche Situation. Tolle Flanke. Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Balleroberung im Mittelfeld. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Er konnte passen. Gehalten zunächst. Reus. Schmelzer. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Schmelzer. Błażejkowski. Błażejkowski bewegt den Ball. Die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. Błażejkowski bewegt den Ball. Kann er sich den Ball holen? Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Sehr gute Flanke. Kann er diese Flanke verarbeiten? Ja, da muss die Abwehr besser aufpassen. Der steht ja ganz alleine vor dem Tor. Zum Glück für die Hintermannschaft wird auf Abseits entschieden. Und Abstoß. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Błażejkowski gibt Abstoß. Błażejkowski. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. So sieht das der Trainer gern. Ach du lieber Himmel. Reus. Lewandowski. Ein weiter Pass. Er sucht Aubameyang.
geht. Eine schlechte Flanke. Wojcikowski bewegt den Ball. Die Situation wurde geklärt. Da hat er abseits gepfiffen. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Sie müssen sich jetzt wirklich aufraffen, wenn es heute noch was werden soll mit dem Aufstieg. Zwei Tore brauchen Sie. Geht da noch was? Jetzt ist es prickelt. Die Atmosphäre ist aufgehört. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Und mit dem Kopf hat es gemacht. Schiedsrichter lässt noch weiterlaufen. Der Eckstoß wird auf jeden Fall noch ausgeführt. Ganz schlechte Ecke. Bender. Zu früh gestartet. Abseits. Pichet. Bender. Wojcikowski bewegt den Ball. Ein Versuch der Balleroberung. Und mit dem Abstoß muss er sich jetzt richtig beeilen. Super Flanke. Gegen den blockierenden Abwehrspieler. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Der Assistent hebt seine Fahne vollkommen zurecht, wie ich meine. Klares Abseits. Sie ärgern sich immer, wenn sie im Abseits stehen. Hier sind die Vergleichszahlen. Das wohl insgeheim mit dem Titelgewinn geliebäugelt hat. Aber ich bin mir sicher, Manni, Sie werden sich davon nicht unterkriegen lassen. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch